Hallo und herzlich willkommen zu Angespielt. Ihr seht hier Desitas, vorausgesetzt ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Es handelt sich dabei um einen Space Shooter mit Multiplayer und Singleplayer Modus, wie ihr ja an den Menüs schon sehen könnt. Echt herzlichen Dank an den Entwickler dafür, dass er mir das Spiel zur Verfügung gestellt hat. Ich fand es interessant und deswegen werfen wir mal einen Blick rein. Was mich aber besonders zu Anfang wirklich, wirklich außerordentlich irritiert hat, ist die Tatsache, dass man nicht auf diese Symbole hier klicken kann, Multiplayer, Singleplayer, Controls, Main oder Options. Man muss auf das graue Kästchen darüber klicken, was ein Schalter sein soll, war... Da muss man erstmal drauf kommen. So, dann schauen wir uns doch mal hier die Optionen an. Wir haben hier Musik, Sound, Auflösung natürlich, Qualität von Fast bis Fantastic, Resolution 1920x1080, 1280x720. Ja. Fantastic ist schon mal eine gute Idee. Pilot, Name, Singleplayer, Multiplayer. Controls können wir uns hier noch ansehen, wie wir uns bewegen mit WASD. Linke Maustaste feuern, rechte Maustaste ist Tilt. Und Space, Leertaste ist Turbo. Leaderboard ist Tab-Taste und Waffenwechsel und E. Dann gibt es noch die Tasten 1 bis 7. Dann schauen wir uns doch zuerst mal am besten den Singleplayer an. Ich drücke schon wieder falsch. Das ist so irritierend. Ich finde das total irritierend. Was haben wir denn hier? Das sind Gegner, das sind wir. Freigeschaltete Schiffe, Punkte und so weiter. Ach, das werden wir schon im Spiel noch alles mitbringen. Das sind die Raumschiffe. Soweit ich weiß, kann man diese Raumschiffe nur im Singleplayer freischalten. Also, dann könnt ihr sie auch im Multiplayer benutzen, aber um die überhaupt erst bekommen zu können, müsst ihr den Singleplayer spielen. Dann, glaube ich, hier der Raumschiffname, wie viel wir bisher erledigt haben. Dann starten wir doch einfach. Das sind also wir. Okay, ja, mit WASD. Was müssen wir denn jetzt hier genau machen? Rechte Maus, das soll Schilde sein. Dann fliegen wir mal los. Die Frage ist jetzt nur, wo müssen wir denn hin? Go back to the main system. Okay, das war wohl schon mal falsch. Die Leiste, die hier weniger wird, ist das Treibstoff. So. Wo muss ich denn hin? Kann ich da lang? Nein. Da kommt man einmal da ran und schon ist man kaputt. Dann halt nochmal. Mal unten rum. Oh. Oh, verdammt. Okay. Was zur Hölle? Durchgang. Ah.
Bin auf jeden Fall schon mal verwirrt. Okay. Das sind. Da können wir nichts machen. Oh. Ich weiß auch überhaupt nicht, wo hier dann die nächste Wand kommt oder wo man lang fliegt. Ganz langsam nähern. Fliegen wir bestimmt wieder in die falsche Richtung. Ja, natürlich. Zurück ins Hauptsystem. Ja, bin ich doch, oder nicht? Da geht zum Beispiel nicht weit. Oh. Der Seite kommen wir da jedenfalls. Ja, irgendwo. Nein. Oh, verdammt. Warum kann man denn nicht mit dem Raumschiff zurückfliegen? Man wirklich nicht. Kann auch nicht wirklich anhalten, so wie das aussieht. Ich mag ja generell so Weltraumshooter. Aber bisher finde ich das hier recht verwirrend. Kann aber auch an mir liegen. Raumschiff gewesen. Bin also, ich weiß ja nicht, also müssen wir denn jetzt das Raumschiff erwischen? Da irgendwo Missionsziele? Wohin? Ich glaube, wenn wir so direkt hinterher fliegen, dann holen wir das nicht ein. Ist hier unten lang. Okay, ich verstehe. Hallo. Raumschiff. Ich muss sagen, generell finde ich das hier schon alles ganz schön duster. Ich wieder dagegen geflogen. Ja, Leute. Klar, einmal probiere ich das jetzt hier noch, aber bin ich blöd. Ich kann natürlich auch da unten auf die Karte gucken, aufs Radar. Verdammt. Offen, aber die Steuerung mit WASD ist aber ganz schön gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Schon wieder dagegen geflogen. Ah, jetzt ist aber Ende hier. Mal in Multiplayer reinschauen.
Join. Wir können posten. Die Labor. So, dann wird schon automatisch aufgemacht. Wenn wir das hosten. Okay, ich wollte das jetzt eigentlich nur mal kurz zeigen. Dann versuchen wir doch mal, ob wir irgendwie joinen können. Auch ganz schön lange zum Laden. Multiplayer. Join. Ich finde, die Steuerung mit WASD, gerade wenn man sich drehen will, dreht er sich ganz schön sehr, ist sehr empfindlich, muss ich sagen. Weiß nicht, ob ich das so gut finden soll. Ob eher nicht. Loading. Ja, dann lade doch mal. Das Spiel ist halt sehr minimalistisch gehalten. Der Sound ist ganz okay, ist jetzt nichts Besonderes, aber ich weiß, würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das so nervig wäre. Der so nervig wäre. Scheinbar gibt es keine offenen Spiele. Könnte natürlich auch daran liegen, dass das Spiel noch nicht draußen ist. Daher. Ich probiere mich jetzt nochmal im Singleplayer. Probiere das jetzt nochmal mit der Steuerung. Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd dafür. Das kann natürlich auch sein. So. Mit S und D können wir uns drehen. Was rede ich denn dann? A und D. D geben wir Gas. Karte. Ich finde das ja echt schwer, irgendwie hier mal Gegner zu treffen. Ich kann auch nicht gerade weit schießen. Ah, ein bisschen besser funktioniert das jetzt aber schon, aber wow. Was? Was zur Hölle hat mich denn da getroffen? Neustart. Was bist du denn jetzt? Da unten? Nein, da lang. Ja, vielleicht. So. Hat gerade das Telefon genervt. Mal vor. Aber ich muss ja sagen, ich werde mit dem Spiel irgendwie nicht so wirklich warm. Ich finde das auch dafür, dass die Raumschiffe so schnell fliegen, in Steuerung, die ist zu empfindlich. Dann gleich noch mal kurz gucken, ob man das irgendwie umstellen kann. Oh Gott. Ja, Exit. Was soll's? Und Steuerung. Nein, geht nicht. Also abschließend muss ich ganz ehrlich sagen, es ist nicht wirklich ein Spiel für mich. Da kann man sich vielleicht reinfuchsen, aber irgendwie die Steuerung ziemlich irritierend. Kann aber auch an mir liegen. Ihr habt ja jetzt gesehen, wie es ausschaut und wirkt auch recht dunkel. Fast schon zu dunkel. Also es ist jetzt nicht unbedingt mein Fall.
Vielleicht könnt ihr damit mehr anfangen, aber für mich, naja, das ist schon eher grenzwertig. Wie dem auch sei, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt ihm bitte einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar. Ich freue mich riesig über eure Kommentare und bis bald!